Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. In meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einem wichtigen Thema aus der Sprechstunde, und zwar Halsschmerzen. Im Besonderen, wann muss ich da zum Arzt und auf was kann ich als Eltern achten und was ist wichtig und was kann ich tun? Zunächst, Halsschmerzen sind ein Symptom. Sie können Hinweis sein für etwas Schlimmes oder für etwas Harmloses. In der Regel beginnt der Schmerz, bevor man irgendetwas sieht. Es macht also meistens keinen Sinn, am Tag des Beginns von Halsschmerzen bereits zum Doktor zu rennen. Weil der sieht nichts, der hört nur von dem Patienten, dass ihm der Hals wehtut. Nach 24 Stunden sieht es manchmal schon etwas deutlicher aus, aber oft ist erst nach 2 Tagen eine Veränderung im Hals so deutlich zu sehen, dass man auch sagen kann, was dahinter steckt. Meine Bitte, bei Halsschmerzen zunächst einmal warten, wie sich's entwickelt. Meistens steckt hinter Halsweh eine Entzündung der Schleimhaut im Halsbereich, die durch Viren ausgelöst wird. Ähnlich wie beim Schnupfen in der Nase. Diese Viren kann man nicht behandeln im Sinne von, dass es eine Medizin gibt, die die Viren abtötet und damit die Schmerzen weg sind. Eine solche Halsschmerzkrankheit muss man durchstehen. Sie tut meistens 2 bis 4 Tage weh und klingt dann aber wieder ab. In dieser Zeit macht es Sinn, das zu tun, was gut tut. Mir zum Beispiel hilft das Gurgeln von Salbeitee, das Trinken von Salbeitee oder auch das Lutschen von Salbeitrachees sehr gut. Ich empfehle das ab dem Alter, wo Kinder Bonbons lutschen können, als absolut sinnvolle und primäre Maßnahme gegen Halsschmerzen, und in den meisten Fällen reicht das aus. Andere schwören auf Malzbonbons oder auf Extrakte von anderen Kräutern. Es ist im Prinzip egal, wenn man das Gefühl hat, es tut gut, dann ist es auch richtig. Wenn die Schmerzen allerdings so stark sind, dass diese lokalen Maßnahmen nicht ausreichen, dann hat man mit Paracetamol oder mit Ibuprofen eine Schmerzsubstanz zur Hand, mit der man recht zuverlässig die Schmerzen, vor allem in der Nacht, die einen dann am Schlafen hindert, behandeln kann. Das Problem, das Eltern oft haben mit Halsschmerzen, ist, dass sie Angst vor einer Angina haben, insbesondere wenn es in der Umgebung eben vorkommt. Woran erkennt man eine Angina? Am Halsschmerz als erstes Symptom, jawohl. Und nach etwa 12, 24, 48 Stunden sieht man dann auch die typischen Veränderungen einer Angina. Und das ist eine deutliche Rötung und Schwellung im Bereich des Gaumenbogens, im Bereich des Zäpfchens. Und auch die Mandeln sehen geschwollen aus und sie haben oft, aber nicht immer, gelbliche Belege drauf. Eine Angina wird durch Bakterien verursacht, die prinzipiell antibiotisch behandelbar ist, aber nicht in jedem Fall antibiotisch behandelt werden muss. Eine Angina, die ohne Fieber, die ohne großartige Beschwerden einhergeht, die nach 2, 3 Tagen wieder abzuklingen beginnt, muss nicht antibiotisch behandelt werden. Eine Angina, die zu einer schweren Beeinträchtigung führt, zu Fieber, zu massiven Halsschmerzen, kann antibiotisch behandelt werden, und nach 24 Stunden schon, Beginn der Behandlung, werden die Symptome schon gebessert. Das ist dann ein Grund, in die Sprechstunde zu gehen, um das klären zu lassen. Es ist möglich, diese Streptokokken, das sind meistens die Erreger einer Angina, mit Hilfe eines Schnellabstriches nachzuweisen. Das erleichtert manchmal die Diagnose, vor allem in unklaren Fällen. Aber wichtig dabei ist, so ein Abstrich ist auch nicht am ersten Tag zuverlässig. Erst nach frühestens 24, besser nach 48 Stunden, ist dieser Test, wenn man ihn macht, zuverlässig. Das heißt, er weist dann auch tatsächlich Streptokokken nach, wenn sie da sind. Was ist nun das Wichtigste an Aussagen in diesem Video? Meistens steckt ein Virus hinter dem Halsweh, wo es keine spezifische Behandlung gibt, sondern nur symptomatische Maßnahmen. Und da muss jeder für sich rauskriegen, was ihm hilft. Eine Angina,
die durch Streptokokken verursacht wird, muss nicht in jedem Fall behandelt werden. Es hängt davon ab, zu welchen Beschwerden sie führt. Und wenn eine Angina behandelt wird mit einem Antibiotikum, dann ist sie nach 24 Stunden korrekter Behandlung nicht mehr ansteckend. Man darf dann auch wieder in den Kindergarten bzw. in die Schule oder zur Arbeit, wenn kein Fieber besteht und der Allgemeinzustand es auch wieder zulässt. Das die wichtigsten Informationen zu Halsweh. Ich möchte in diesem Video eingehen auf Lebend-Tot-Impfstoffe, auf Passiv-Aktiv-Impfungen und ich möchte die Wirkungen, das Wirkprinzip von Impfungen erklären, sowie darauf eingehen, warum wir bei Babys so früh mit den Impfungen starten. Was kann ich aus meiner Sprechstundenerfahrung darüber berichten, was Eltern umtreibt, wo Eltern Sorge haben im Umgang mit diesem Thema, was Gründe für Ablehnung sind?